Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pavel Pipovic. Und bei mir zu Gast mein alter Kollege Bronko Kulitschka. Bronko, grüß dich. Pavel, grüß dich auch. Sehr verehrtes Publikum, es wird heute Abend sehr festlich. Es geht um den begehrten Kulturpreis, der Goldene Aschenbecher von Prag. In der Kategorie Beste auf Lunge rauchende, Brille tragende Tschechen, die wo im deutschen Fernsehen nach 21 Uhr senden und kurzsichtig sind, sind nominiert. Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka. Und der Goldene Aschenbecher von Prag geht an. Bronko, bitte öffne hurtig das Kuvert. Ha, da bin ich aber neugierig jetzt. Der Goldene Aschenbecher von Prag geht an Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka. Liebe Jury, liebes Publikum, Bronko, ich bin nervlich total am Ende, kannst du bitte? Ja, gedanklich bin ich natürlich bei all den berühmten Schauspielkollegen, die es heuer nicht einmal auf eine Nominierung gebracht haben, als da wären Klaus Lovitsch, Hasan Salihamidzic, Olli Dittrich, Jennifer Lopez, Jenny, bitte bleib so, wie du bist. Mein Dank geht weiter an den Zollbeamten Václav Tomášek, der uns immer so freundlich am Grenzübergang Furt im Walde durchgewunken hat. Und so unser Lebenswerk Tschechisch ohne Grenzen erst möglich gemacht hat. Danke. Servus, Servus Publikum.